Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Auch wenn Wochenende ist, muss der Maximus arbeiten und ja, mal wieder einen Spezialtransport machen. Mit dem Scania S37 werden wir heute eine schwere Fracht transportieren. Ja, das war mal wieder Zeit. Ich kriege ja immer wieder mal Nachrichten und ihr sagt, hey Maximus, hol mal was Schweres raus. Oder Langes oder Breites. Da habe ich gesagt, okay, mach ich's. Und wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Das wäre auf jeden Fall super. Und ich habe da schon was vorbereitet. Das ist doch super, oder? Okay, dann würde ich einfach mal den Motor anmachen. Licht ist an. Und wir gehen jetzt Richtung, ja, zu unserer Fracht, die wir heute transportieren sollen. Wie gesagt, seit langem mal wieder eine Runde Spezialtransport. Morgen sind wir natürlich wieder live am Start. Und jetzt gucken wir mal. Ja, guckt euch mal. Hier Holzelemente. Ja, so schwer, 45 Tonnen. Oh ja, das denke ich mal. Schafft der Scania. Ich wollte eigentlich den ganz, ganz schweren nehmen. Also den ganz starken, den 70 PS starken. Aber irgendwie wollte der Motor nicht so richtig funktionieren. Aber hey, in der Lackierung waren wir schon mal unterwegs. Und hier bayerische Sägewerk. Ja, warum nicht? Ich mag ja solche Schwertransporte. Bringe ich eigentlich viel zu selten. Aber jetzt fahren wir. Und ich habe auch mal wieder Kaffee am Starten. Lecker. Ich muss mal die Maschine irgendwie säubern. Der zeigt irgendwie rot an. Naja, mal richtig durchlaufen lassen, ne? Mit so einer komischen Entkalkerlösung. Ich wusste gar nicht, dass der eine Anzeige hat. Ja. Jo. Und ihr seht schon, ich bin nicht alleine. Niedlich, ne? Volle Lippen hat sie. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir gemütlich los. Wir sind gerade in Palermo. Es ist auch nicht so weit, was wir heute fahren müssen. Aber ich dachte, trotz alledem machen wir da unsere kleine, entspannte Tour. Ich habe hier extra noch so eine, ja, so ein anderes Dashboard hingemacht. 12.15 Uhr sollen wir da sein. Wir haben 12.15 Uhr. 31 Grad. Naja, das ist mal wieder... Klar. Ach, ich sollte mal ein bisschen aufpassen. Ey, ich fahre ja viel zu schnell. Fahrzeug schert aus. Oh. Ganz langsam und geschmeidig. Diesen, ja, Mausgrau finde ich das sehr, sehr, ja, angenehm, mit dem LKW hier mal eine kleine Tour zu machen. Wir haben wunderschönes Wetter hier in Italien. Hätte ja mit einem italienischen LKW fragen müssen, ne? Italienisch. Oh, Junge, ja, das sieht so mächtig aus. Ah, Feini. Ja, mal gucken, was nächste Woche so passiert. Ja, ich will da nicht großartig jetzt irgendwelche Prognosen machen. Ja, ich weiß, GTA, bla bla bla. Aber ich bin erstmal froh, wenn ich denn weiß, ich habe dann erstmal ein paar Tage Ruhe. Aber trotzdem eine ganze Menge vor. Wenn das Wetter gut wird, dann werde ich natürlich oft auch draußen sein. Aber ich muss auch für das Finanzamt einige Sachen wieder vorbereiten. Ja, wird auf jeden Fall auch diesen Monat richtig heftig werden. Was da noch alles kommen wird. Naja, aber ich muss ja dann nochmal ein großes Dankeschön an euch, an die Community sagen, weil ohne dem das... Wollte ich nicht so viel Steuern zahlen. In Anführungsstrichen. Da lachen wahrscheinlich an. Da noch ein bisschen mehr bringen. Oder andere Reichweite haben. Aber trotzdem ist das schon ernüchternd, was man da noch abgeben muss. Nee, egal. So ist es. Deswegen, wer von euch überlegt, sowas zu machen, denkt immer daran, irgendwann das auch alles ordnungsgemäß anzumelden. Sonst kann es wirklich richtig teuer werden. So, wir fahren hier erstmal schön gemütlich. Hoffentlich haben wir hier keine Probleme. Hier ist ja dieser neue Mercedes hier, ne? Die sehen ja auch extrem cool aus drin, ne? Mit dem ganzen Dashboard, alles hier. Eins. Macht schon was her, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Fällt mir. So, aber... Vorne ist die Feuerwehr. Halten wir jetzt an, oder?
Er hält an? War das schon immer so? Ist er denn nicht trotzdem irgendwie bei Rot drüber gefahren? Oder weil da vorne vielleicht ein Fahrzeug war? Naja, gut, wir müssen ja auch nicht bei Rot drüber fahren. Das müssen wir nicht machen. Wir sind jetzt nicht hier XXL Schwertransport sowieso. Ein ganz normaler Schwertransport am Tage. Haben wir das Problem, er wird hier rüberfahren. Und was ist jetzt mit uns? Jetzt haben wir hier ein Fahrzeug neben uns. Wie wird das jetzt ausgehen? Boah, das. Ach, puh. Haben wir hier ein kleines Problem? Hätte er trotzdem. Warnblinkanlage hat er an. Da haben wir ganz langsam. Und jetzt staut sich alles da hinten. Hilfe! Wir können ja auch nicht überholen. Ja, ist ja gut. Willst du vielleicht noch ein bisschen näher ranfahren? Wir haben ja hier vorne diese Kamera, dass das andere Auto uns irgendwie triggern kann. Wir fahren hier mit 3 km/h. Das ist eine Kunst. Bergauf, 3 km/h. Gut. Großmutter bremst uns aus. Kann ja nicht überholen. Nee, das bringt nichts. Ah, das bringt absolut gar nichts. Ich schaffe es nicht. 45 Tonnen wahrscheinlich doch noch zu viel. Ah, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen überfragt. Wenn jetzt alle anhalten, dann stehen wir hier die ganze Zeit. So weg. Muss der andere jetzt an. Jetzt fährt der andere noch schneller. Pass auf. Ach, er haut ab. Endlich. Ach, ich. Nee, die Idee. Die hatte ich nämlich jetzt auch. Ich fahre einfach über die Tankstelle. Aber er muss ja tanken. Ein E-Auto tankt erstmal schön. Ja, E-Fuel, ne? Egal. Einmal fünf. Für 5 Mark Duracell. Alles klar. Oh je. Gut, wir haben es geschafft. Mann, Mann, Mann. Sowas kann mal passieren. Ist der Blitzer, wa? Ist dieser Mod, den ich habe, das ist ein Blitzer-Warner. Jetzt weiß ich das. Muss irgendwo ein Blitzer sein. Hab den gar nicht hier drin, aber trotzdem höre ich den. Oder ist hier kein Blitzer? Also, ich weiß es nicht. Er hat es wahrscheinlich irgendwann mal in dem Video reingeschrieben. Aber jetzt ist es weg. Und bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen, wo ich jetzt dieses Video aufnehme. Weil es nämlich einen anderen Video. Ja, auch gehört. Und hier stehen die Italiener mit ihren Alpha. So viel rumfahren dürfen sie nicht, weil ja, Alpha ist ja nicht so. Ich weiß es nicht, ob es jetzt anders ist. Aber die Fahrzeuge sind jetzt nicht so bekannt für ja, Langlebigkeit, ne? Ich glaube, die haben da zeitweise sehr große Probleme gehabt. Aber welches Auto hatte denn nicht irgendwelche Probleme mit Elektronik, Rost, irgendwelchen übermäßig hohen Verschleiß etc. Kann man ja eigentlich bei jeder Marke irgendwo sehen, dass die da mehr oder weniger Probleme haben. So, wir sind jetzt bei 50. Ich glaube, schneller fahren.
Aber Autobahn ist auf jeden Fall erstmal gesperrt. Für uns. Und wir haben natürlich auch eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir heute auch am Tage, naja, diese Tour machen können. Weil wir haben Angst, dass der Maximus abends dann einschläft. Da hilft auch nicht ausgiebig Kaffee trinken. So, was ist denn jetzt hier los? Warum fährt denn der jetzt so langsam? Weil wahrscheinlich ACC drin ist und der bremst dann automatisch ab, ne? Das ist natürlich kontraproduktiv. Ja, davon. Das an, ich halte einen gewissen Abstand und das andere Auto merkt dann, oh, der fährt langsamer, also fahre ich auch langsamer und so werden wir immer langsamer. Ja, das ist natürlich clever. Also ACC müsste entweder dann verringert werden, ne, oder halt komplett aus. Ja, 50 geht. Oder nicht Tempomat fahren, wie ich das jetzt mache. So, Volkspolizei ist am Start. Ja, schön abgesichert. Das sieht schön aus. Nutze ich eigentlich ziemlich selten diesen DLC oder besser gesagt Fahrt. Ja, mit Spezialtransport. Eigentlich schade. Wollte ich ja eigentlich auch sehr oft mal wieder bringen. Also, weil es gibt nichts so Besonderes, ne? Es ist immer so schade. Mal wieder der gleiche Schrotz. Ja, schon wieder. Straße. Dicht. Ja. Ich will jetzt nicht so eine Prognose abgeben, aber langsam könnte SCS mal das Update rausbringen, oder? Was sagt ihr? Irgendwie juckt es mir langsam. Aber was Neues zu sehen. Da sage ich mir ganz ehrlich, jetzt nichts mehr kommen wird von SCS. Ich glaube, in einem Jahr würde die Community wahrscheinlich um die Hälfte geschrumpft sein. Ja, gehe ich davon durchaus aus. Also die regelmäßig fahren, dann von regelmäßig sage ich ihnen, bis vielleicht zweimal die Woche. Das ist für mich schon regelmäßig, ja. Wenn du in deinem ganz normalen Alltag bist, ja, also nicht nur zu Hause auf rumsitzt, ja, sondern ja, Familie hast, Arbeit etc., ne? Kann ich mir das gut vorstellen, dass man dann irgendwann die Prioritäten mal anders sagt und sagt, ach naja, eigentlich bin ich jetzt so Knülle. Früher hat man gesagt, ach komm, jetzt setze ich mich nochmal hin, jetzt ist ein neuer Inhalt gekommen, sieht eigentlich ganz interessant aus. Ich würde es dann nicht mehr so bringen. Ich würde dann wahrscheinlich nach einem Jahr vielleicht nur noch ein Video bringen. Abgesehen von den Aufwänden, wenn das dann immer noch sehr gut gesehen werden wollte, ja, dann bringt man es so. Aber die Motivation wäre definitiv viel, viel weniger. Und das dann irgendwann rüberzubringen, ein Spiel zu bringen, was nicht mehr geupdatet wird oder keine Liebe mehr entfernt, das ist ja dann auch so, dass dann die Mod-Community dann irgendwann auch nachlässt, weil was auch, die alten Mods bleiben bestehen, warum soll ich dann noch was anderes? Und dann verliert sich das alles. Ja, Teil der Anfangsleute, die damals Mods gemacht haben, kann ja gar nichts mehr. Ne? Diese Mods werden von anderen nur noch auf dem Stand gehalten. Finde ich ja cool, dass es dann so funktioniert. Aber wir gehen mal nicht davon aus. Aber trotzdem muss man sich mal den Gedanken einfach mal stellen. Ja. Vielleicht wird man mal da ein extra Video machen. Was mache ich nach ETS? Weil. Ja. Könnte man ein bisschen debattieren. Aber ihr könnt ja ein paar Ideen schon da reinschreiben. Ist dann vielleicht als. Ja. Von der Community. Dem Vorschlag auch einbringen kann. Aber so wie ich mich kenne, kann es so sein, dass ich es vergesse. So, habe ich jetzt meinen Cover ausgetrunken? Nee! Das kann doch nicht sein. Hier. So, eine hypothetische Frage. Ist ja manchmal nicht so, aber man muss. Ja, ich. Ist, dass ich dann definitiv ein bisschen ruhiger leben würde und mir anderen Sachen wahrscheinlich widme oder der Kanal eher dann zum Livestream-Kanal ja,
ändern wird. Im Endeffekt machen wir ja ein Go viel live, ne? Also ein bisschen mehr Videos als live, aber irgendwann. Oh. Mal schauen. Oh, ist das schön hier. In Italien. War ja auch mal eine Frage gewesen, welches DLC man sich denn vielleicht als erstes kaufen sollte. Da muss ich einfach sagen, Italien, wenn es ein Angebot ist, erstmal preislich eher so, ne? Und bei Österreich und jetzt bald auch irgendwann in die Schweiz, diesen schönen zwischen Deutschland und Italien mal eine richtig große Strecke fahren kann, ne? Und klar, Frankreich würde natürlich auch Sinn machen, aber dann müsstest du ja die Strecke jetzt mal umlegen. Ich bin gleich so in Frankreich dann als nächstes natürlich. Und ja, das wäre dann definitiv so mein Weg, ne? Ja, so ein bisschen andere Landschaft. Deutschland, dies wird ja so oder so nach und nach Städte angepasst. Ja, merkt ja, dass Maximus müde ist. Ah ja, es ist auch wirklich. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass der Winter jetzt langsam vorbei ist. Aber nichts da. Sollte irgendwie jetzt mal gleich nochmal runterfahren. Der hat jetzt der OBS nicht so richtig die Aufnahme wollen. Ich hoffe, dass der es jetzt trotzdem irgendwie hinbekommt. Und den Bildschirm nicht. Naja, wer weiß. Das ist schon wieder Phase. Rechner wieder runterfahren, hochfahren oder. Ach, naja. So oder so ähnlich. Mal schauen. Wer weiß, was da schon wieder ist mit OBS. Wobei, eigentlich hatte ich viele Probleme, ich hatte. Wo sind wir denn hier? Vorsichtig an. Mal schauen. Also ist jetzt nicht so, dass es bis jetzt schwierig war, ne? Denkt er sich leicht? Der LKW. Wenn ich gar keinen so richtigen Widerstand habe. Lenkrad nicht wieder an? Na, was ist das? So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Der schwenkt definitiv aus. Oh. Wollen wir mal sagen, Polizei gut abgesichert hier den Streckenabschnitt. Hier vorne. Ohne Blaulicht finde ich ein bisschen schade. Ich hätte ja wenigstens mal das Licht ans Fahrrad machen können. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Ach, herrlich. Supi. Dann haben wir es ja geschafft. Ich mag das. Er hat dann noch die letzten paar Meter und dann. Los. Feuer frei. Aber ich muss wirklich sagen, die Woche, wenn ihr das jetzt seht, das ist ja Samstag, hat mich schon irgendwo ein bisschen geschlaucht, muss ich sagen. Irgendwie ein bisschen Knülle bin ich. Aber wird's so machen. Hilf kein Sabbeln und kein Schnaufen, ne? Bin ich erstmal froh, wenn vielleicht ein paar Tage ein bisschen entspannen kann. Oh, das wäre noch mal wieder oder mal einen Tag nicht machen. Einfach nur faul auf der Couch liegen. Oh, das wird so schön. Das wird so richtig schön sein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Er muss, ich lasse den erstmal ein bisschen vorfahren, dass der die Fahrzeuge mal ein bisschen absichert, weil ich muss jetzt hier einmal durchlassen. Ja, fahre, Audi. Ich soll jetzt die Straße absperren, dass ich jetzt anfahren kann. Doch hier schon mal vertan, ne? Guck mal da, das Lotte. So, fein. Schön. Wahrscheinlich auf dem Bauernhof irgendwas machen, ne? Merkt auch hier, ne? Schon Büsche.
ein bisschen. Da hinten die Felsen, ne? Ist auch nicht mehr. 100%ig. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Okay. Jetzt wollen wir mal gucken. Wo ist denn jetzt die Ladestelle? Ich glaube, wir müssen einmal rumfahren. Hier stehen hier noch ein paar Fahrzeuge. So. Entspannt. Ja, wirklich entspannter Spezialtransport. Aber hey, wenn ein Profi am Start ist, was soll da schief gehen? Wirklich, was soll da schief gehen? Stehe ich denn jetzt hier? Aber was soll da schief gehen? Meine Idee ist doch schon wieder. Doof angestellt hier. Ja, man muss auch sowas können, ne? Also ist ja alles gar kein Problem. Leichte Lenkbewegung, hast du mitlenkende Achse da hinten. Ja, ich will einfach rollen lassen. Oh, nicht so doll. Scheint gut auszusehen, ne? So. So, Scheibe hoch. Feststellbremse rein. Motor aus. Und ja, die Elemente abladen. Die werden morgen früh abgeladen. Also, da kommt der Kran. Ach man, ist ja gar nicht mein Trailer. Ich muss ja T drücken. Oh je. Na, siehst du, wenn man keine Ahnung mehr hat, ne? So, das soll es gewesen sein. Machen wir eine Runde Euro Truck Simulator 2. Lasst ein Däumchen da, wenn euch das gefallen hat. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns morgen sehen beim Livestream. Deswegen sage ich, haut rein, macht's gut, die Besten. Bye, bye.